Für die CDU-Fraktion hat nun Herr Kasseckert das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie wissen, dass ich immer zur Einleitung, zumindest in den letzten Sitzungen, bestätige, dass es kein Plenum gibt, in dem wir uns nicht mit dem Wohnungsbau beschäftigen und in der Regel auch mit dem sozialen Wohnungsbau. Aber dass gerade jetzt hier die Linken heute ihren Antrag, vielen Dank, ihren Antrag einbringen und von einer traurigen Bilanz der Hessischen Landesregierung sprechen. Sehr geehrter Herr Schalauske, ich schätze Sie sehr, aber dass Sie gerade jetzt, wo vor wenigen Tagen in der, glaube ich, in der Welt oder im Handelsblatt dargestellt wurde, wie die Situation in den Bundesländern ist, dass Sie gerade jetzt mit diesem Antrag kommen, wo dort, wo Sie mit in der Verantwortung stehen, in der Regel weniger Sozialwohnungen entstanden sind, als das in sechs Ländern, in sechs Bundesländern der Bundesrepublik der Fall ist. Und eines von diesen sechs Ländern ist Hessen. Und wenn ich Sie dann nennen darf, das ist Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. Und wenn Sie mal einen Blick in die Regierungen dieser Länder werfen, dann werden Sie sehen, dass überwiegend die CDU dort mitregiert. Und das ist auch hier in Hessen so. Und deshalb freue ich mich, dass wir zu den sechs Bundesländern gehören, die mehr sozialen Wohnraum geschaffen haben als alle anderen Länder zusammen. Und dass Ihr Mantra immer wieder auch zur Verbesserung der Situation im Prinzip mehr Regulatorik, mehr Bürokratie, mehr Eingriffe in die Eigentumsrechte das Problem lösen soll, das zeigen Sie ja gerade, wenn ich das Beispiel in Berlin nennen darf, das haben Sie gerade dort gezeigt, wo das hinführt mit dem Mietendeckel. Nicht nur, dass er vom Bundesverfassungsgericht am Ende gekippt wurde, sondern dass die Einführung des Mietendeckels und in der Zeit, in der er Bestand hatte, keine einzige zusätzliche Wohnung geschaffen hat. Und damit sehen Sie, dass die Instrumente, die Sie glauben, anwenden zu müssen für mehr sozialen Wohnraum, genau das Gegenteil erzeugen. Und in der Analyse sind wir uns einig, wir brauchen mehr öffentlich geförderten Wohnungsbau. Und wir haben auch in der Vergangenheit, und das muss man selbstkritisch sagen, gesehen, dass unsere Förderrichtlinien sozusagen den Anforderungen an den Markt nicht entsprochen haben. Deshalb hatten wir eine lange Zeit eine eher geringe Quote und haben mit den Akteuren des Wohnungsbaus, mit der Allianz für Wohnen, mit dem Runden Tisch die Bedingungen für die sozialen Wohnungsbauförderkriterien neu gefasst, neu erarbeitet. Und nachdem wir sie im vorvergangenen Jahr in Kraft gesetzt haben, haben sie ihre Wirkung gezeigt. Sie reden davon, dass wir sagen, es sind nur 800 Wohnungen. Es sind in der Bilanz, im Saldo 800 Wohnungen mehr, weil in der Tat, und das ist etwas, gegen was wir gegensteuern wollen, weil in der Tat auch Wohnungen aus der Belegung herausgefallen sind. Trotzdem haben wir im Saldo 800 Wohnungen mehr, und wir wollen daran arbeiten, dass sich diese Zahl noch deutlich nach oben erhöhen wird. Und deshalb ist es richtig und wichtig, und wir haben gestern oder vorgestern, glaube ich, die erste Lesung von zwei Gesetzen gehabt, in denen wir die Systematik für die Förderung von sozialem Wohnraum, auch die Eigentumsgrenzen, also die Anspruchsberechtigung, die Systematik weiter verlängern wollen, weil sie funktioniert hat, weil sie erfolgreich war. Und wir werden im Ausschuss sicher in der Anhörung das eine oder andere dazu auch noch diskutieren und vielleicht auch über das Thema Einkommensgrenzen oder Ähnliches reden. Was aber wichtig ist, und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, will ich für die CDU deutlich sagen, wir wollen im sozialen Wohnungsbau weiterhin mit den bewährten Instrumenten es schaffen, dass der Anteil an Wohnungen sich erhöht. Dazu brauchen wir die Kommunen, aber dazu brauchen wir auch private Investoren. Denn am Ende, meine sehr geehrten Damen und Herren, können wir das Problem bezahlbarer Mieten nur dadurch lösen, wenn wir neue zusätzliche Wohnungen auf dem Markt zur Verfügung stellen. Und da wir selbst, und das sehen wir ja bei der Nassauischen Heimstätte, da es ja nicht so ganz trivial und einfach ist, zum Beispiel auch unser Ziel zu erreichen, von 60.000 auf 75.000 Wohnungen zu kommen, da es nicht ganz trivial ist und einfach der Staat bestimmt, wir wollen es jetzt machen, brauchen wir die privaten Investoren. Und deshalb will ich an dieser Stelle noch einmal deutlich sagen,
Die von uns jetzt in Kraft gesetzten Förderrichtlinien werden am Markt so auch nachgefragt. Sie haben im Grunde nach das, was wir über Jahre lang dazu geführt haben, dass die Nachfrage zurückgegangen ist, umgekehrt in eine höhere Nachfrage. Und wir sind jetzt allerdings vor der Situation, dass sich insgesamt die Marktsituation um das Thema Wohnen weiter verschärft hat. Wir haben schon darüber gesprochen, über die eingebrochenen Lieferketten in der Corona-Zeit oder in der Post-Corona-Zeit. Wir haben jetzt eine Zinswende, sodass die Fremdfinanzierungskosten deutlich höher werden. Also all diese äußeren Rahmenbedingungen, die Baukosten, die massiven Baukostensteigerungen, all diese äußeren Rahmenbedingungen führen dazu, dass wir im Prinzip im Rückblick nicht die Antwort finden für das, was vor uns liegt. Das heißt, wir müssen und sind aufgerufen, sehr schnell am Ball zu bleiben, zu analysieren, was ist notwendig, um das eingetretene Anwachsen von zusätzlichem Wohnraum auch auf diesem Niveau halten und noch steigern zu können. Dazu müssen wir in den nächsten Monaten, wir haben jetzt, glaube ich, aktuell einen Förderaufruf für das aktuelle Programm. Wir werden sehen, wie sich das dort entwickelt, und wir werden sehr genau, davon bin ich überzeugt, mit der Landesregierung im Auge behalten, ob es notwendig ist, an der einen oder anderen Stelle noch nachzusteuern. Denn was wir schaffen müssen, ist, dass es keinen Einbruch gibt. Und diese eben genannten Kosten, ob das Baukosten sind, Lieferkettenproblematik, Fachkräfteproblematik, haben wir hier eben ja auch schon angesprochen, die Fremdfinanzierungskosten, um dieses Gap, das jetzt entstanden ist, müssen wir darüber nachdenken, ob auch Förderungen entsprechend angepasst werden. Weil ein Ziel wollen wir nicht aus dem Auge verlieren. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum. Wir wollen ihn sowohl in den urbanen Räumen wie auch in der Fläche. Und wir glauben aus tiefer Überzeugung als CDU, dass dieses Ziel mehr Wohnraum nur mit weniger Bürokratie, mit weniger Regulatorik, mit mehr Freiheit auch für die Bauträger, auch für die einzelnen Bauinteressenten, die Eigenheiminteressenten, mehr Freiheit in dem, wie sie bauen oder wie sie wohnen wollen, aber vor allem eben auch in der Rolle des Staates für die Unterstützung im Sinne von Förderung. Das habe ich angesprochen, das werden wir ganz genau im Auge halten. Und deshalb, sehr geehrter Herr Schalauske, sind wir in einem Punkt einig: Hessen braucht mehr öffentlich geförderte Wohnungen. Unsere Instrumente, das haben wir bewiesen in den zurückliegenden Jahren, sind dazu geeignet, dass wir das schaffen. All das, was Sie bisher vorgetragen haben, hat an anderer Stelle nicht funktioniert. Das will ich an dieser Stelle festhalten. In diesem Sinne, lassen Sie uns gemeinsam an dem gemeinsamen Ziel, das wir alle hier im Haus haben, weiterarbeiten. Aber lassen Sie uns auch dafür sorgen, dass diejenigen, die investieren wollen, dazu die Möglichkeit haben. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion erteile ich nun Herrn Dr. Naas das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin dem Kollegen Kasseckert sehr dankbar, dass er zu der Diskussion um den Antrag der LINKEN hier zurückgekehrt ist. Ich kann feststellen, wir haben es dort mit einem reinen linken Glaubensbekenntnis zu tun. Und diesem linken Glaubensbekenntnis, dem liegt der tiefe Glaube zugrunde, dass der Staat alle Probleme dieser Welt, vor allem auf dem Wohnungsmarkt, lösen kann. Und wenn es da um Recht und Gesetz geht, dann ist das am Ende auch egal. Das schieben wir weg. Sie wollen ja, Sie müssen mal Ihren Antrag lesen. Sie wollen beschlagnahmen, Sie wollen vergesellschaften. Das sind die Rezepte der Linkspartei. Vielleicht klären Sie mal Ihr Verhältnis zum Rechtsstaat. Das wäre notwendig an der Stelle, denn das ist nach wie vor ungeklärt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden die Probleme am Wohnungsmarkt nicht durch mehr Staat lösen. Sie marschieren leider in die falsche Richtung, liebe Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN. Und
Der Kollege Schalauske hat ja in seinem letzten Beitrag auch schon wieder deutlich gemacht, wir haben es ja hier mit dem reinen Kapitalismus auf dem deutschen Wohnungsmarkt zu tun. Das ist ja überhaupt nicht der Fall, Kollege Schalauske. Schauen Sie sich doch mal an, wie Sie in Deutschland, wie Sie in Hessen eine Baugenehmigung bekommen. Sie können nämlich nicht einfach losbauen. Und schauen Sie sich mal an, was Sie alles beachten müssen, wenn Sie einen Mietvertrag aufsetzen in Hessen oder in Deutschland. Auch da gilt nicht der freie Markt, den Sie hier immer bekämpfen wollen. Den gibt es gar nicht mehr. Es gibt kein Recht, das so reglementiert ist wie das deutsche Mietrecht und wie das deutsche Immobilienrecht. Und deswegen ist unsere Antwort, nicht mehr Staat, sondern weniger. Der Kollege Kasseckert hat es schon gesagt. Deregulierung, weniger Bürokratie, das wäre die Lösung. Jetzt hat die Kollegin Förster-Heldmann ja gesagt, ich solle mir mal Gedanken machen, ob das Eigenheim eigentlich hier noch eine Relevanz habe in unserem Land oder eine Relevanz haben könne. Und hat sie doch eben gesagt, wir können uns alle keine Einfamilienhäuser mehr leisten, es wird es nicht mehr geben, wir müssen alle zusammenrücken. Ist doch eben gekommen, Herr Staatsminister. Ich kann Ihnen sagen, solange es der Traum vieler Menschen ist, in den eigenen vier Wänden zu wohnen und nicht in der Platte mit Jan Schalauske und Axel Gernke, wird es eine Partei geben, die sich für diesen Traum einsetzt, und das sind die Freien Demokraten. Und wir müssen doch mal die 58% in den Blick nehmen, die noch kein Wohnungseigentum haben. 42%, das ist uns zu wenig, haben Wohneigentum in Hessen. Aber uns geht es um die 58%, die kein Wohneigentum haben. Und dass es in der Generation meiner Eltern noch möglich war, Wohneigentum zu erwerben und heute fast unmöglich ist, das muss uns doch hier die Frage sein, die wir heute beantworten, und nicht, wie wir noch mehr Staat hinbekommen. Und dann schauen wir uns mal an, was die Kostentreiber sind, Herr Minister. Die Kostentreiber in Hessen sind zum einen die Grunderwerbssteuer. Die ist nämlich gestiegen von 3,5 auf 5 auf 6%. Bei einer Immobilie von 400.000 Euro sind das 24.000 Euro zugunsten des Staates. 24.000 Euro. 2 Milliarden nimmt das Land Hessen durch die Grunderwerbsteuer ein. Und deswegen, ist unsere Lösung, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob ich die 10. Immobilie kaufe oder ob ich die erste kaufe. Die erste ist die entscheidende Immobilie. Die ist wichtig. Und deswegen brauchen wir einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer für jeden Einzelnen, damit er die Chance hat, in seinem Leben auch eine Immobilie zu erwerben. Das ist nicht das Plädoyer, Kollege Felstehaus, gegen die Grunderwerbsteuer an sich, sondern ist das Plädoyer für den Freibetrag. So, und dann kommen wir mal zu dem Thema, wie ist es eigentlich mit den Deponiekapazitäten, die Grün hier systematisch nach unten fährt, sodass es in Rhein-Main-Gebiet unmöglich ist, eigentlich noch einen Keller zu bezahlen. Das ist ein großes Problem. Wir reden darüber, dass Baustoffe immer teurer werden, weil Sand und Kies immer teurer wird, weil wir es nicht schaffen, im Rhein-Main-Gebiet überhaupt noch Kies abzubauen. Woran liegt das? Weil ständig das Bannwaldgesetz verschärft wird durch Schwarz und Grün. Sie wollen, dass die Baustoffe von weit her kommen, dass wir sie importieren müssen. Und das halten Sie auch noch für ökologisch? Und dann sind wir bei dem letzten Thema, nämlich dem Thema Eigenheimförderung, was wir gestern schon diskutiert haben, Herr Minister. Das ist ja ein Stiefkind von Ihnen. Da ist die Bearbeitungszeit 3 Monate, da ist die Immobilie längst weg, bis sich die WI-Bank dann mal ausgekaspert hat, ob man fördern kann oder nicht. Und das wäre ein Gebiet, wo man wirklich mal in die Vollen gehen könnte, wo man aktiv werden könnte, wo man neu über die Einkommensgrenzen nachdenken muss. Wir brauchen mehr Eigentümer, weil wir wollen ein Volk von Eigentümern und kein Staatseigentum. Und dann bleibt die Frage, wo das Bauland herkommen soll. Und da höre ich ja immer vom Minister, ja, die FDP hier im Landtag, die reden, und dann, wie ist denn das vor Ort? Da frage ich mal Sie, Herr Minister, wie ist es denn beim Bauland vor Ort? Und da kann es natürlich immer mal sein, es kennt ja jeder das Problem, dass ein Ortsverband mal quer steht und nicht so ganz auf Parteilinie ist. Also gucke ich mir mal an, wie Ihre Partei eigentlich in den regionalen Gremien, nämlich Regionalverband und Regionalversammlung, so diskutiert, wenn es um Wohnbauflächen geht. Und da kann ich immer nur den Kollegen Urhan zitieren.
der ist da äußerst kritisch. Äußerst kritisch. Und wenn ich mir dann mal so die Gebiete angucke, die so in der letzten Zeit an Grün gescheitert sind, also die haben es dann am Ende nicht zu Fall gebracht, weil sie Opposition sind, aber wo sie dagegen gestimmt haben, ja, Frau Kollegin, da ist Hausen-Arnsbach ein Gebiet, dann haben wir in Bad Soden abgelehnt, Sinai 1 und 2, Obermölln ist von den Grünen abgelehnt worden, der Kollege Kaufmann hat eine großartige Rede gehalten gegen Obermölln damals und dann haben wir auch noch Niederdorfhelden. Wenn ich das mal zusammen addiere, dann sind das schon ein paar schöne Gebiete, die die Grünen natürlich verhindern wollten. Dann dürfen Sie sich... Herr Dr. Naas, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Von der Kollegin Arndt. Anders. Das kann jetzt wieder machen. Die Antwort anders. Aber machen Sie schnell. Ich glaube, das müssen Sie der Kollegin überlassen. Das geht nicht. Ah ja. Ja, sehr geehrter Herr Kollege, ich habe nur eine Frage. Welche Baugebiete wurden denn durch die Gegenstimmen der Grünen in der Regionalversammlung verhindert? Wenn Sie dort Opposition sind, zum Glück muss man sagen. Aber die Frage ist doch, welche hätten Sie verhindern wollen? Das ist doch die entscheidende Frage. Und ja, natürlich. So, und dann sind wir bei dem Thema, wie sieht es eigentlich aus mit dem linken Antrag? Gucken wir uns doch mal an, wo die Linke regiert. Kollege Kasseckert hat es schon gesagt, wie es da mit dem Wohnungsbau aussieht. Ziemlich mau. Da muss ich gar nicht in die DDR gehen. Die hatte 1973 ein großes Wohnungsbauprogramm. 1989 waren ein Viertel dieser Wohnungen sanierungsbedürftig. 1 Million Wohnungen, Kollege Schalauske, waren aber gar nicht sanierungsfähig mehr. Die mussten abgerissen werden. Das wollen wir den Hessinnen und Hessen ersparen. Und deswegen werden wir Ihren Antrag ablehnen. Vielen herzlichen Dank. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Al-Wazir das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich zum Antrag und zur Sache komme, will ich schon noch einmal sagen, normalerweise ignoriere ich das ja, aber wenn hier ein Redner aus den Reihen der AfD in seinem Kopf Assoziationen hat und kommt von Sozialwohnungen zu Gruppenvergewaltigung, dann weiß ich wirklich nicht mehr, was in diesen Hirnwindungen vorgeht, wenn ich das mal so sagen darf. Und ist ja schon gesagt worden, die Maske fällt. Und Herr Lambrou, wenn ich Sie mal ansprechen darf, Sie versuchen immer noch, das Mäntelchen drüber zu decken, aber glauben Sie mir, Sie werden das Schicksal teilen von Herrn Lucke, von Frau Petry und von Herrn Meuthen. Diejenigen, die das machen werden, sitzen schon hinter Ihnen. Herr Minister, lassen Sie eine... So, ich würde mich gerne mit der Sache beschäftigen, weil natürlich klar ist, und das ist ja schon angesprochen worden, wir diskutieren hier jetzt in dieser Legislaturperiode engagiert fast in jeder Plenarrunde über die Wohnungspolitik. Und das ist auch klar und richtig so. Das ist eine der zentralen, wenn nicht die zentrale soziale Frage, die übrigens auch da noch einmal an Gedanken, Stichwort Krieg und Krise, verschlimmern die Wohnungssituation. Ich glaube, auch da muss man sich mal überlegen, zu sagen, ob da jede Überschrift so richtig ist, weil wir haben eine Frage, die generell immer eine Rolle spielt und die auch schon sozusagen unabhängig von anderen Fragen eine Rolle gespielt hat. Das Dach über dem Kopf ist was sehr Existenzielles. Und das Ziel der Landesregierung ist, dass wir gute Rahmenbedingungen bieten, um allen Bürgerinnen und Bürgern im Land ein bedarfsgerechtes und soziales Wohnen zu ermöglichen. Es braucht eine Mischung aus mehr Wohnungsbau, und ich will das ausdrücklich noch einmal sagen, aus gefördertem Wohnungsbau und nicht gefördertem Wohnungsbau, öffentlich wie privat. Auch das gehört auf jeden Fall dazu. Und wir brauchen Regulierungen auch an der richtigen Stelle. Wir brauchen Förderungen, damit die richtigen Dinge umgesetzt werden, und am Ende gemeinsames Handeln von Bund, von Land,
Kommunen und der Wohnungswirtschaft. Dieses Potpourri, wenn ich das mal so nennen darf, ist am Ende die Lösung. Da gibt es nicht die eine Antwort, die man aus dem Ärmel schüttelt und die im nächsten Jahr das Problem löst, weil Wohnungspolitik ist was sehr Langfristiges, weil man wirklich für Jahrzehnte, wenn nicht für Jahrhunderte baut. Und dementsprechend kann man das zu sagen, ist das ein Tanker, den man eben drehen kann. Aber ich will Ihnen an dieser Stelle sagen, wir haben ihn gedreht in den letzten Jahren und darauf können wir auch stolz sein. Wir haben die Mittel für die Wohnraumförderung um ein Vielfaches aufgestockt, die Förderkonditionen deutlich verbessert. Und ja, ich habe es gesagt, der Teil geförderter Wohnraum ist nur ein kleiner Teil im Gesamtwohnungsmarkt. Das ist so. Aber ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, den jahrzehntelangen Rückgang in diesem Segment zu beenden und dass wir letztes Jahr mehr Sozialwohnungen hatten als im Jahr davor. Das ist ein riesiger Erfolg, und das ist schon angesprochen worden. Das ist beileibe nicht in jedem Land in der Bundesrepublik Deutschland so. Dankenswerterweise stellt die Abgeordnete Ley von der Linksfraktion im Bundestag regelmäßig Anfragen. Deswegen kriegen wir da auch immer sozusagen die Echtdaten Jahr für Jahr. Und Sie sollten sich mal Gedanken machen, Herr Kollege Schaus. Ich habe ja schon gesagt, das ist alles eine sehr langfristige Entwicklung, eine sehr langfristige Entwicklung. Und da ist auch nicht sozusagen alles innerhalb von einem oder zwei Jahren zu verändern. Aber denken Sie mal nach. Also die Linkspartei regiert in vier Ländern mit, wenn ich es recht im Kopf habe. Das ist Bremen, das ist Mecklenburg-Vorpommern, das ist Thüringen und Berlin. Und in all diesen vier Ländern ist die Zahl der Sozialwohnungen nicht gestiegen, sondern zurückgegangen. Sondern zurückgegangen im letzten Jahr. Schauen Sie sich die Anfrage der Kollegin Ley an, die von vorgestern die veröffentlicht worden ist. Vielleicht sollten Sie an dieser Stelle mal ein bisschen langsamer machen, wenn es um die Frage geht, sozusagen die hessische Landesregierung zu beurteilen. Wir haben letztes Jahr zusätzlich ein Rekordjahr bei der Förderung gehabt, der Zusagen für die neuen Sozialwohnungen. Das waren 340 Millionen € für den Neubau von 1.753 Sozialwohnungen. Wir waren also in den letzten Jahren auch beim Neubau wieder auf dem richtigen Weg, und nicht nur beim Neubau, sondern auch bei der Sicherung von Sozialwohnungen. Das hat etwas mit dem Erwerb von Belegungsrechten zu tun, mit der Verlängerung von Belegungsrechten, die Ende 2020 von uns gemeinsam hier beschlossene Verlängerung der Nachwirkungsfrist. All das trägt dazu bei, dass wir dem Rückgang bereits bestehender geförderter Wohnungen entgegenwirken und bezahlbaren Wohnraum erhalten. Und auch das ist langfristig, und da verstehe ich die Kritik, Frau Kollegin Barth, am großen Frankfurter Bogen nicht. Ich finde es ausdrücklich richtig, wenn wir Mobilität und Wohnungsbau gemeinsam denken im Ballungsraum und uns Gedanken machen über die Frage, was ist denn in einem 30-Minuten-Radius auf der Schiene und dann noch einmal in einem sehr engen Radius um die Bahnstationen eigentlich machbar. Weil wir natürlich auch sehen müssen, wir sind eine sehr attraktive Region, wir haben einen Bedarf an Wohnraum, wir haben aber auch gleichzeitig eine Überlastung der Straßen. Und sich dann Gedanken zu machen, dass die neuen Wohnungen möglichst da entstehen sollen, wo die Menschen sehr leicht auf die Schiene steigen können, das kann nicht falsch sein. Und ja, Frau Barth, wir haben natürlich auch ein Infrastrukturproblem. Aber jetzt die Zwei-Monats-Sperrung von Bad Vilbel in Richtung Frankfurt-West zu erwähnen, das ist nun wirklich, Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen muss, ein bisschen billig, weil diese Sperrung ist ja dafür da, damit nachher vier statt zwei Gleise da sind, damit es also nachher besser wird. Und insofern sollten Sie sich auch mal überlegen, ob das eigentlich angemessen ist. Wir haben natürlich eine Mietpreisentwicklung auf dem freien Wohnungsmarkt, die in den letzten Jahren im Ballungsraum sehr steigend war. Deswegen haben wir auch regulierend eingegriffen mit der Mieterschutzverordnung, wo wir den Geltungsbereich von Mietpreisbremse, abgesenkter Kappungsgrenze, verlängerter Kündigungssperrfrist auf Ende 2020 49 Gemeinden ausgeweitet haben. Sie wissen, dass wir schon, bevor es auf Bundesebene beschlossen wurde, sehr für Mietspiegel und ganz besonders für qualifizierte Mietspiegel geworben haben, auch ein Förderprogramm in diese Richtung aufgelegt haben. Sie wissen vielleicht auch, dass die Bundesregierung aktuell eine
Verlängerung der Mietpreisbremse plant bis 2029, eine weitere Reduzierung der Kappungsgrenze, der abgesenkten Kappungsgrenze und eine Verlängerung des Betrachtungszeitraums der ortsüblichen Vergleichsmiete von 6 auf 7 Jahren. Also auch da verändert sich was. Das müssen wir abwarten und dann sehen, ob wir hier auf unserer Ebene was anpassen müssen. Und das betrifft übrigens auch die Einführung einer neuen Wohngemeinnützigkeit. Da bin ich auch gespannt, was von Bundesebene kommen wird und ob es dann hier vor Ort auch Gesellschaften geben wird, die das für sich in Anspruch nehmen wollen. Ich will, Stichwort Leerstand, noch auf eine Sache hinweisen. Wir hatten jetzt wegen Corona eine Verzögerung des Zensus, aber jetzt gerade läuft der Zensus 2022. Ich hoffe, Sie haben alle schon geantwortet, falls Sie angeschrieben worden sind. Kleiner Hinweis, das müssen Sie auch alle, und zwar wahrheitsgemäß. Das wird uns dann einen Überblick bringen über die Frage, Stichwort Leerstandsquote und Ähnliches. Auch das ist ja dann mal vielleicht ganz gut, wenn man nicht mehr nur über ein Gefühl redet oder über sozusagen Eigenrecherche in einer bestimmten Art und Weise, sondern wirklich einen Überblick über das ganze Land, und zwar über jedes Gebäude hat. Da wird ja dann Ende nächsten Jahres ein Ergebnis da sein. Und ich will einen letzten Punkt sagen, Stichwort Genehmigungsvorbehalt. Herr Schalauske, weil Sie gesagt hätten, Skandal, die Landesregierung wisse gar nicht, wie viele Milieuschutzsatzungen es gibt. Wenn Sie mich fragen als Abgeordneter, und ich für die Landesregierung antworte, dann kann ich Ihnen nur sagen, dass es da, wo es keine Meldepflichten gibt, wir Ihnen nicht sagen können, ob vielleicht irgendwo, ohne dass wir es mitbekommen haben, in einer kleinen Gemeinde, von der man es vielleicht nicht vermutet hat, eine Milieuschutzsatzung beschlossen worden ist. Die müssen uns nicht mitteilen, ob sie das gemacht haben. Das ist Wesen der kommunalen Selbstverwaltung. Und dementsprechend rufen Sie da bitte nicht Skandal. Ich weiß zum Beispiel aus Frankfurt, dass es dort in manchen Bereichen Milieuschutzsatzungen gibt. Ich weiß, dass es in Kassel im Vorderen Westen eine Milieuschutzsatzung gibt. Die hat übrigens dann auch Wirkung, wenn es nicht im Rahmen der Mietpreisbremse eine Geltung gibt. Aber wenn Sie mich fragen, liegt vor, und nachher stellen wir fest, Egelsbach hat vielleicht eine beschlossen, dann sind Sie der Erste, der ruft Skandal, die Landesregierung hat keine Ahnung. Deswegen werden wir Ihnen wahrheitsgemäß immer nur das beantworten, wo es auch Meldepflichten gibt, weil anderes ist dann immer nur Hörensagen und keine wirkliche Kenntnis, die man in einer kleinen Anfrage verarbeiten könnte. Wir haben die Regelung des Baulandmobilisierungsgesetzes umgesetzt, und zwar in Hessen als erstem Flächenland, Frau Kollegin Barth, als erstem Flächenland haben wir die in beiden Bereichen umgesetzt. Damit gilt der Genehmigungsvorbehalt hessenweit, wenn eine Milieuschutzsatzung da ist, oder eben der Genehmigungsvorbehalt bei Umwandlung in den 53 Gemeinden, die angespannte Wohnungsmärkte hatten und uns gemeldet haben, dass sie das an dieser Stelle gerne hätten. Also auch da haben wir eine deutliche Veränderung. Und ich will einen letzten Punkt sagen, weil es immer wieder kommt, Stichwort Nassauische Heimstätte. Der Verkauf von Wohnungen in der Vergangenheit stand nicht im Widerspruch zu dem formulierten Ziel, zu sagen, da, wo die Wohnungsnot besonders groß ist, Aktivitäten der Nassauischen Heimstätte zu vergrößern. Ich sage das noch einmal ausdrücklich, es stand nicht im Widerspruch. Wenn Sie am Ende hunderte Standorte haben und vielleicht einen Streubesitz von 12 Wohnungen hier und 15 Wohnungen da im ländlichen Raum, wo es sozusagen eher Leerstand als Wohnungsnot gibt, dann kann es auch im Sinne der Mieterinnen und Mieter, die auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung im Ballungsraum sein, kann es richtig sein, wenn man das Portfolio bereinigt, wenn man die Einnahmen, die man da erzielt, in den Neubau von Wohnungen existiert, und zwar da, wo die Not besonders groß ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und auch da bitte ich darum, dass wir vielleicht etwas mehr uns nicht mit dem Gefühlten, sondern dem Realen beschäftigen. Wie oft haben Sie Anfragen gestellt, im Ausschuss gefragt zu beispielsweise den Wohnungen in Westhausen? Das ist ja die eine Ausnahme, wo es nicht um den ländlichen Raum, sondern um Frankfurt geht. Und man hat fast das Gefühl, der Kollege Eyüp Yılmaz in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung macht den ganzen Tag nichts anderes, als sich darum zu kümmern. Und nach meiner Erinnerung, wenn ich es recht im Kopf habe, wurde mir dann gesagt, dass im letzten Jahr eine
eine Wohnung in der Siedlung Westhausen verkauft worden ist. Also vielleicht kann man auch da mal sehen, sagen, die Nassauische Heimstätte ist sehr aktiv im Neubau, gerade in den Ballungsräumen, da, wo der Bedarf besonders groß ist. Und deswegen auch noch mal eine Erinnerung daran, Stichwort Warmmiete. Sie wehren sich ja auch teilweise gegen jede Modernisierung der Wohnungen. Dann kann man aber auf der anderen Seite nicht beklagen, wenn die Leute in der zweiten Miete inzwischen fast eine höhere Belastung haben als in der ersten Miete. Und deswegen gilt auch da, wir werden am Ende den Bestand auch der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften modernisieren müssen. Da werden wir als Staat unterstützen. Da müssen auch die Kommunen unterstützen, da, wo es ihre Wohnungsbaugesellschaften sind. Ich darf Sie daran erinnern, dass wir das Eigenkapital der Nassauischen Heimstätte um 200 Millionen Euro erhöht haben, genau um eine Sanierung in diesem Bereich möglich zu machen, mit Zustimmung der LINKEN, leider nicht mit Zustimmung der SPD, aber das ist eine andere Geschichte. Und da werden wir unterstützen müssen. Aber es wird nicht ganz ohne Beteiligung der Mieterinnen und Mieter gehen können. Und da müssen wir halt darauf achten, dass sie nicht übermäßig belastet werden. Aber allen alles zu versprechen, das funktioniert halt im richtigen Leben nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, Sie merken das. Das gilt für die Landesregierung. Wir werden in diesen Bereichen genauso kontinuierlich Schritt für Schritt weiterarbeiten und eben auch Erfolge haben, die wir ja auch schon sehen. Das ist am Ende das Beste, was Sie im Wohnungsmarkt insgesamt machen können. Und deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit und freue mich dann auf die nächste Debatte, vielleicht dann mal im übernächsten Plenum. Vielen Dank. Zur zweiten Runde erteile ich Herrn Schalauske von den LINKEN das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bin durchaus beim Staatsminister Al-Wazir, dass wir uns mit realen und nicht mit gefühlten Problemen und Tatsachen beschäftigen sollten. Und dann schauen wir uns diese doch einmal genau an. Wenn Sie sagen, es sind nur gefühlte Probleme, dann frage ich Sie, haben Sie mit den Mieterinnen und Mietern im ländlichen Raum gesprochen, deren Mietwohnungen verkauft worden sind, zum Teil an dubiose neue Eigentümer, und die sich jetzt, wie beispielsweise in Schwalmstadt, über die Folgen beklagen? Haben Sie mit denen gesprochen? Weil die Mieterinnen und Mieter haben reale Probleme, die durch den Verkauf der Wohnungen der Nassauischen Heimstätte entstanden sind. Und wenn wir über reale Probleme reden, haben Sie denn mit den Mieterinnen und Mietern, deren Wohnungssiedlungen energetisch saniert werden sollen, gesprochen? Die Mieterinnen und Mieter haben nichts gegen energetische Sanierung, aber sie kommen in soziale Probleme, wenn eben die Sanierungen noch immer teilweise auf die Miete umgelegt werden. Haben Sie mit denen gesprochen? Wer diese realen Probleme lösen will, der muss dafür sorgen, dass die Mietwohnungen auch warmmietneutral saniert werden. Das ist gut im Kampf gegen die Klimakrise und für den Geldbeutel der Mieterinnen und Mieter. Und ich finde es enttäuschend, dass Sie kein Wort dazu gesagt haben, warum Sie beim Umwandlungsverbot, beim Genehmigungsvorbehalt die Grenze bei 6 Wohnungen angelegt haben. Sie hätten es auch bei 3 Wohnungen machen können. Dann hätten wir einen größeren Geltungsbereich, der insbesondere auch Altbauten dann in den größeren Städten betrifft. Sie haben kein Wort dazu gesagt. Sie haben kein Wort dazu gesagt, warum Sie die Kriterien für angespannte Wohnungsmärkte nicht so eng und so streng ansetzen, wie das in Bayern der Fall ist. Und wenn Sie die Anfrage meiner Kollegin Karin Ley aus dem Bundestag zitieren, dann bitte ich Sie aber auch komplett zu zitieren und sie auch richtig zu lesen. Es ist richtig, dass Hessen zu den 6 Bundesländern gehört, wo es einen Zuwachs gibt. Es ist aber auch richtig, dass bei 7 Ländern es einen Zuwachs von 2020 zu 2021 gibt und dazu die 3 geführten linken links mitregierten Bundesländer Bremen, Mecklenburg, Vorpommern und Thüringen gehört, und dass bei den Ländern mit nennenswerten Zuwächsen Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern dabei sind. Also wenn Sie die Anfrage zitieren, dann bitte auch vollständig und richtig, damit hier kein falsches Bild entsteht. Und zum Abschluss, ich komme zum Schluss, aber ich will, müsste noch, wie viele Minuten habe ich eigentlich?
Ich habe noch 3 Minuten. Na, dann geht ja auch noch einiges. Dann will ich mich auch noch einmal auseinandersetzen mit den Ausführungen von Stefan Naas. Weil er hat gesagt, das Mietrecht, das ist ein großes Problem in Deutschland, das müsse dereguliert werden. Und vielleicht, Herr Kollege, ist Ihnen nicht klar geworden, dass es beim Mietrecht zwar um eines der umfassendsten Rechtsgebiete in der Bundesrepublik handelt, aber dass es auch einen guten Grund hat. Nicht nur, dass es die Interessen der Eigentümer sichert, sondern es enthält eben weitgehende Schutzrechte für Mieterinnen und Mieter. Und wer sagt, er will das Mietrecht deregulieren, der sagt, er will Schutzrechte für Mieterinnen und Mieter abbauen in Zeiten, wo sie Schwierigkeiten haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und da muss man sich doch fragen, die sonst auch von Ihnen so hochgelobte soziale Marktwirtschaft, ob Sie die nicht mit einem Abbau von Mieterrechten massiv beschädigen würden. Und dann noch einmal zu der Frage Beschlagnahmung. Beschlagnahmung ist im Zusammenhang wurde jetzt behauptet, das hätte mit dem Rechtsstaat nichts zu tun. Also Beschlagnahmung gibt es in den Stadtstaaten bei den Methoden, mit denen die Stadtstaaten gegen Zweckentfremdung und Leerstand vorgehen. Das ist nichts besonders Revolutionäres, das ist nichts Sozialistisches, sondern ist ein klassisches sozialstaatliches Instrument, um zweckentfremdeten Wohnraum wiederherzustellen. Ich glaube, da wäre es mal ganz gut, Sie würden Ihre ideologischen Beißhemmungen ablegen und sich mal anschauen, wie das in der Praxis formuliert. Das ist nämlich parteiübergreifend akzeptiertes Instrument. Was wir im Übrigen in unserem Gesetzentwurf zum Wohnraum Zweckentfremdung auch vorgesehen haben. Aber ich will dann zum Abschluss auch noch einmal sagen, und das muss hier in aller Deutlichkeit klar werden. Ich finde es schwer bis unerträglich, dass eine so wichtige Debatte wie die Versorgung von Menschen mit bezahlbarem Wohnraum, wo man ja auch parteiübergreifend meinetwegen unterschiedlicher Meinung sein kann, aber wo es um Menschen geht, die, egal wo sie herkommen, egal welchen Pass sie haben, welche Herkunft, welche Hautfarbe, sich die Frage stellt, wo kann ich in so einem existenziellen Gut wie bei der Wohnung, wie finde ich eine Bleibe über dem Kopf, dass in einer so wichtigen Debatte, dass die genutzt wird, um rassistische Stereotype zu verbreiten, die Menschen, die noch erst kurz hier sind, mit denen sozusagen gegen die ausspielt, die schon länger da sind, das finde ich unerträglich und widerlich, und das dürfen wir so nicht hinnehmen. Und das ist ja auch genau Ihr Geschäftsmodell. Das ist das Geschäftsmodell dieser blau-braunen Truppe, die darauf hofft, dass die da unten, mit denen man nichts zu tun haben will, sich um die Brotsamen kloppen, während sie sozusagen ihr Kapital daraus schlagen können, indem sie Menschen gegeneinander aufhetzen, gegeneinander. Herr Schalauske, Sie müssen jetzt zum Schluss kommen. Gegeneinander ausspielen. Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen, nicht in dieser Debatte und in keiner anderen. Vielen Dank. Es hat sich nun Frau Barth zu Wort gemeldet von der SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Staatsminister Frau, Entschuldigung, danke, so viel Zeit muss sein. Herr Staatsminister Al-Wazir, Sie tragen es wie eine Monstranz vor sich her, dass 2021, dass Sie den Tanker gedreht hätten, dass erstmals die Zahl der Sozialwohnungen nicht geschrumpft sei, sondern gestiegen. Ja, da haben Sie recht. Aber wir sollten vielleicht auch die Zahl nennen. Und zwar war das eine Steigerung um insgesamt 1%, ein sagenhaftes Prozent. 80.500 Sozialwohnungen haben wir in Hessen. Wir haben eine Steigerung um 800 Wohnungen, das heißt 1%, hier von einem gedrehten Tanker zu reden, ich denke mal, ist dann doch eher ein Euphemismus und keine Trendwende. Und was ich auch sagen will, 2021, ja, da wurden Ihre Förderprogramme endlich abgerufen. Wir haben davor die ganzen Jahre schon kritisiert, dass sehr hohe Haushaltsreste in diesem Bereich waren, in Hessen übrigens auch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Darauf wurde ich aufmerksam gemacht.
Das lag an einem einzigen Faktum, nicht etwa, weil Sie die Förderprogramme generell überarbeitet haben, sondern das lag daran, dass Sie endlich das getan haben, was wir schon 3 Jahre vorher gefordert haben, dass nämlich nicht mehr die Förderprogramme reine Darlehensprogramme waren, sondern dass ein größerer Anteil, 40%, dass endlich auch ein Förderanteil, sprich verlorene Zuschüsse, in Ihrem Programm gefunden waren. Um mal ein Bild zu malen, wenn ich die ganze Zeit im Auto sitze und die Handbremse angezogen habe, dann fährt das Auto nicht. Wenn ich die dann ein bisschen lockere und im Schneckentempo nach vorne schnelle, ja klar, dann fährt es wieder. Das ist eine enorme Steigerung, aber das lag auch nur daran, weil es davor eben überhaupt nicht funktioniert hat. Was mich aber am meisten ärgert, es gibt bisher keine einzige Reaktion, keine einzige Maßnahme, eine, die Sie jetzt angekündigt haben, dass Sie bei Sozialwohnungen, energetische Sanierung, dass es da jetzt noch einen besonderen Zuschussanteil geben soll. Aber es gibt keine einzige Maßnahme bisher in Reaktion auf Krieg und Krise. Keine einzige. Der Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft hat schon lange gefordert, dass Sie endlich einen Wohnungsgipfel einberufen. Die SPD hat den Antrag gestellt, den haben Sie abgelehnt. Das Einzige, was ich mit Ihrer Wohnungspolitik verbinde in den letzten Jahren, ist tatsächlich dieser Frankfurter Bogen. Ja, Sie sind ja, ich sage es immer, ein Minister der Superlative. Ja, es ist bei Ihnen alles einmalig, es ist bei Ihnen alles toll. Jetzt sind Sie auch das erste Flächenbundesland, was das Baulandmobilisierungsgesetz umgesetzt hat. Stimmt. Allerdings, was Sie dabei nicht sagen, einer der wichtigsten Punkte, weshalb wir so darauf gewartet haben, ist ja, dass der Genehmigungsvorbehalt für die Umwandlung von Miet in Eigentum, nein, von Miet in Eigentumswohnungen, dass der kommen sollte. Und der gilt bei Ihnen eben erst, das hat der Kollege Schalauske eben auch schon gesagt, ab 6 Wohnungen. Das heißt, ein Großteil, wenn Sie jetzt hier wieder mal rausschauen, ja, von diesen netten Mehrfamilienhäusern hat eben nur 3, 4, 5 Wohnungen. Das heißt, auch da sind Sie wieder als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet. Nein, meine Damen und Herren, auch die SPD bleibt dabei. Sie müssen endlich, wie es der Titel des Setzpunkts der Linken fordert, auf Krieg und Krise reagieren. Und davon haben wir z.B. auch gestern Wohnraumfördergesetz. Ja, wäre eine Gelegenheit gewesen, die Einkommensgrenzen zu erhöhen zu dem Bezug von Sozialwohnungen. Auch das haben Sie nicht gemacht. Wir kriegen doch alle Wohnungspolitiker, Sie auch, Sie kennen das Blättchen vom Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft. Da ist hinten drauf immer ein sehr interessanter Zahlenspiegel. Und der aktuelle Zahlenspiegel, und damit möchte ich auch enden, da steht am Ende für Juni drauf, dass wir kennen die Zahlen der Verbraucherpreisindex, dass der gegenüber dem Vorjahr jetzt um 7,9% gestiegen ist. Aber der Mietpreisindex, der ist um, das heißt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr, der ist um 9,2% gestiegen. Das heißt, da die Mieter sind diejenigen, die wirklich die stark Leidtragenden sind, und da fordern wir Sie auf, reagieren Sie endlich, handeln Sie endlich, gehen Sie als Kapitän auf die Brücke und ergreifen Sie kraftvolle Maßnahmen. Vielen Dank. Es hat sich noch Herr Schulz von der AfD zu Wort gemeldet. Verehrtes Präsidium, verehrte Kollegen, dass schon um die 50% der Mieter einen Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, das zeigt doch, wie verarmt unsere Bürger sind, wie arm die hessischen Bürger sind.
Und das, Herr Schalauske, das ist genau das Geschäftsmodell der Linken und der Grünen. Ihr wollt die Bürger verarmen lassen, und das Ergebnis ist das Reichtum der Regierenden und der Politiker. Das sehen wir doch in jedem armen Land, dass es so ist. Und das ist euer Geschäftsmodell. Ihr braucht mündige Mieter. So, und dann an die selbsternannten Demokraten. Ihr werft uns vor, dass wir die Gesellschaft spalten. Wir sind die, die Ursachen benennen und Spaltung der Gesellschaft. Und ich würde das sehr ungern die Ursachen benennen. Deswegen mache ich doch hier ein Angebot an euch, an die, die an der Regierung sitzen. Herr Schulz, es ist darum gebeten worden, dass wir uns hier nicht duzen. Ja? Sagt. Ich habe kein Du gesagt. Ich habe es genau gehört und ich weise darauf hin, dass wir uns hier siezen hier im Hause. Ja, hier kommen die ganzen Fremdenfeinde und Ausländerfeinde hervor, aus ihren Löchern gekrochen. Es ist nun mal so, dass im Schwabenland kein Deutsch, Hochdeutsch gesprochen werden kann. Entschuldigung, Herr. Drücken Sie mal bitte. Ja, habe ich. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist unerträglich. Der Redner hat mehrfach davon gesprochen, sogenannte Demokraten, selbsternannte Demokraten, wurde jetzt gesagt, aber ich meinte das Haus. Stelle fest, es gibt nur eine Partei, die vom Verfassungsschutz derzeit beobachtet wird. Das sind nicht die, die er hier meint. Ich verwehre mich entschieden gegen diese Terminierung. Und jetzt der Hinweis, da kommen die Ausländerfeinde wieder aus ihren Löchern oder so ähnlich. Das weise ich auf das Schärfste zurück. Mal auf Schärfe zurück. Ich habe noch 3 Minuten. Also zurück zum Angebot. Ich mache Ihnen doch ein Angebot und reiche die Hand. Nehmt doch uns die Munition weg, dass wir hier nicht die Ursachen ansprechen. Löst doch das Problem. Da müssen wir die Ursachen nicht mehr ansprechen. Das ist mein Angebot. Es ist ganz einfach. Tut, ihr seid in der Regierung, setzt es um. Ich weise noch mal darauf hin, Herr Schulz, nicht ihr, sondern Sie sind in der Regierung. Wir sitzen uns hier im Hause. Und ich habe noch eine Wortmeldung von der Frau Gnadl. Ja, Frau Präsidentin, ich würde darum bitten, dass dieser Protokollauszug auch im Ältestenrat aufgerufen wird. So verfahren wir. Und bevor wir jetzt, ich bitte noch eine Sekunde um Ihre Aufmerksamkeit, denn der Antrag der Fraktion der Linken wird zur weiteren Beratung in den WVA überwiesen. Und ich weise darauf hin, dass das Präsidium sich jetzt in 501a trifft, der Kulturpolitische Ausschuss in 204m. Und wir treten jetzt in eine einstündige Mittagspause ein. Und zwar, wir treffen uns hier wieder um 16:25 Uhr.